Zwillinge, ich freue mich sehr, dass du zurück in deinem astrologischen Kanal zurück bist. Vielen Dank dafür. Ich bin Emmanuel von Zenstern und das ist dein Kanal Zenstern Astrologie. Du bist hier, weil du dir diese allgemeine Monatsprognose anschauen möchtest. Vielen Dank. Zwischen 1. und 4. des Monats hast du Sonne Opposition Uranus. Zum Monatsbeginn gibt es eine besondere dynamische Konstellation, die den Bereichen der Arbeit, Gesundheit und Finanzen mit neuen Gestaltungsmöglichkeiten in Verbindung steht. Du wirst bald eine Nachricht erhalten, die dich überraschen und schockieren wird. Am 4. des Monats hast du einen Neumond in Skorpion. Wenn du berufstätig bist, dann wirst du bis Ende des Jahres eine krasse Veränderung am Arbeitsplatz erleben. Das Thema Gesundheit kann an Relevanz gewinnen. Jemand in deiner nahen Umgebung kann sich sehr aggressiv oder hemmungslos verhalten. Am 5. hast du Venus in Steinbock und sie bleibt dort bis 6. März 2022. Man wird entweder eine wichtige Investition tätigen, eine Reise machen oder eine Schulung starten oder beenden. Themen wie Versicherung, Bank, Erbe und Hinterlassenschaft können in den meisten Fällen bei vielen Zwillingen besonders relevant sein. Am 5. hast du Merkur in Skorpion, das heißt bis 24. November hast du besonders viele Dinge zu regeln und zu organisieren. Man wird sich mit einem Menschen oder Thema ernsthaft auseinandersetzen. Magen-Darm-Beschwerden können mit dieser Stellung öfters eintreten. Zwischen 6. und 10. Monatstag ergibt sich eine Spannungskombination zwischen Saturn und dem Merkur. Man kann sehr angespannt und gestresst mit dieser Kombination sein. Gesundheitlich gesehen bist du nicht in der besten Verfassung, um schwierige körperliche Arbeit zu leisten. Am 11. des Monats hast du Mars Quadrat Saturn, die Reinigung oder Umgestaltung von Wohn- oder Arbeitsräumlichkeiten kann erfolgen. Erhebliche Schwierigkeiten können in Verbindung mit Familie, Arbeit, Chef oder Kollegen vorkommen. Am 12. des Monats hast du einen Trigon zwischen Sonne und Neptun. Ein Arztbesuch kann erforderlich sein. Kontakt mit einem Menschen, der in einem anderen Ort oder einem anderen Land lebt, ist möglich. Am 13. hast du Merkur in Opposition zu Uranus. Manche Gefühle oder Gedanken können leicht außer Kontrolle geraten und schlechte Folgen haben. Die Ausübung von Selbstkontrolle ist dementsprechend empfehlenswert. Zwischen 14. und 16. November hast du Sonne Sextil Pluto. Die Offenbarung eines Geheimnisses kann erfolgen. Ein wichtiges Ereignis in Verbindung mit Geld wird sich ergeben. Danach am 17., mein lieber Zwillinge, hast du eine Opposition. Ja? Und diese Opposition ist zwischen zwei Planeten, die sehr viel Aufregung verursachen können. Das sind Mars und Uranus. Im Bereich der Sexualität kann Neues in Sicht geben. Man wird eine Handlung ohne Empathie oder große Überlegung durchführen und dies wird ernsthafte Konsequenzen haben. Nervosität, Aufregung und psychische Schwierigkeiten können eintreten. Ja? Am 18. hast du einen Trigon zwischen Venus und Uranus. Neue Möglichkeiten, dich kreativ zu entfalten, können vorhanden sein. Eine Frau wird dir bei einer Sache behilflich sein. Und danach am 19. haben wir einen Vollmond und eine Finsternis im Sternzeichen Stier. In den Bereichen der Finanzen und der Familie sind große Veränderungen
bis Anfang 2022 möglich. Schlaflosigkeit kann bei vielen Zwillingen bis Monatsende eintreten. Zwischen 20. und 21. hast du Merkur Quadrat Jupiter. Konfliktsituationen oder Unterbrechungen sind im Bereich der zwischenmenschlichen Kommunikation möglich. Es kann auch sein, dass man seine Kräfte und Möglichkeiten überschätzt. Danach am 22. des Monats tritt die Sonne in Schütze ein. Bis 21. Dezember wirst du mit anderen Menschen mehr unterwegs sein wollen. Deine Partnerschaften und Freunde werden dir Glück und Freude bringen. Am 24. hast du Merkur auch in Schütze, so wie die Sonne. Dann wird auch Merkur in Schütze eingetreten sein. Bis 13. Dezember wirst du gleichzeitig mehrere Dinge tun. Es ist wichtig, Prioritäten zu setzen, damit man nicht die Struktur verliert, die man braucht. Sonst würde man nicht im Alltag bestimmte Aufgaben ungestört erfüllen. Das Thema Bildung kann für viele eine Herausforderung darstellen. Zwischen 25. und 29. hast du Mars Trigon Neptun. Nach vielen stressigen Tagen sollte man langsam zur Ruhe kommen. Und dann am 30. hast du Venus Sextil Neptun. Glückliche und fröhliche Momente mit Freunden, mit Familie sind bei den meisten Zwillingen am Monatsende zu erwarten. Liebe Zwillinge, ich bin fertig mit diesen Aussagen. Wenn du eine individuelle Vorausschau für deine Zukunft als notwendig hältst, dann kannst du gerne diese auf meiner Webseite buchen. Ich wünsche dir viel Glück im November 2021.